Also war auf jeden Fall die beste Zugfahrt, die ich je hatte. War sehr lustig, wir hatten viel Spaß und wir haben es auf jeden Fall gefeiert. Was sehr außergewöhnlich ist, direkt nach dem Spiel, glaube ich, mit dem Zug nach Hause zu fahren. So, die ganze Situation war total außergewöhnlich, aber wir hatten so viel Spaß, wir haben uns so gefreut. Aber jetzt gerade das Aussteigen und unsere Fans hier zu haben, nachdem wir wirklich alleine halt gefeiert haben bisher, war unglaublich. Es hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie viel es uns wirklich bedeutet hat, dass sie jetzt hier waren. Es macht uns super, super stolz und wir sind mega glücklich, jetzt wieder hier in Berlin zu sein. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Deutschen Bahn für die große Toleranz. Wir haben das, glaube ich, auch mit den meisten Fahrgästen, die sich da vielleicht ein bisschen beeinträchtigt gefühlt haben, konnten wir das auch auf direktem Wege klären. Am Ende haben sich alle wirklich mitgefreut und auch das zeigt eben eine wirkliche Geschlossenheit und ein Spirit, wenn eben ein Team sich dann auch so selbst feiern kann und so loslassen kann. Und das haben sie auch während der Fahrt gemacht. Ja. Wir haben so viele Finals verloren und das hat uns genagt. Und es war so unglaublich wichtig, dass wir es heute geschafft haben. Und dann auch noch unter diesen Umständen. Dieses ganze Turnier war echt auch eine Belastung auf eine gewissen Art und Weise, aber wir sind so froh, dass wir es heute geschafft haben. Es gibt so eine professionelle Sicht auf die Dinge und die ist, dass wir jetzt, was ich ehrlich sehr beeindruckend fand, dass wir in 30 Jahren 34 Finals wettbewerbsübergreifend erreicht haben. Das finde ich fast noch beeindruckender. Und trotzdem, der Titel ist halt immer so richtig Balsam für die Seele. Und das, was wahnsinnig gut tut, das war auch heute wieder so. Also ich glaube, dass auch viele Teams jetzt im Nachhinein oder auch vor dem Turnier gesagt haben, es ist irgendwie fast noch schwerer oder fast noch extremer als eine Meisterschaft, weil du wirklich wie so ein Turnier in einem Hotel bist die ganze Zeit und halt irgendwie trotzdem nur zwei Spiele hast, um dich zu beweisen und dann halt so abzuliefern. Muss man halt auch erstmal machen und da sind wir sehr froh drüber und ich glaube, dass es auf jeden Fall als vollwertige Meisterschaft zu handeln ist und genauso haben wir das auch im Zug und jetzt noch am restlichen Abend werden wir das auch noch machen. Wir haben eine Ambition, wir haben uns in den 30 Jahren zigmal neu erfunden, wir haben wahrscheinlich nicht immer alles richtig gemacht, aber wir waren immer da, wir haben immer das Beste versucht und wenn das dann eben gekrönt wird, so wie in diesem Jahr, dann gleich mit zwei Titeln, dann ist es einfach fantastisch und für alle, die in diesem Verein sind und an diesen Verein glauben und in irgendeiner Verbindung zu dem Verein stehen, ist es einfach eine richtige große Freude und dieses Mal noch spezieller und anders, weil man die körperlich eigentlich gar nicht ausleben kann, also geht es sozusagen direkt ins Herz und in die Seele, also mit Leib und Seele sozusagen und das ist sehr speziell. Ich freue mich am meisten auf meine Freundin, ich freue mich am meisten einfach. Es ist lustig, weil sie da hinten steht. Aber nee, ich freue mich am meisten wirklich einfach die Zeit jetzt mit meiner Freundin zu genießen. Einfach jetzt nochmal schön mit dem Team zu feiern und dann einfach den Sommer zu genießen. Wir haben vor ganz vielen Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir auch massiv in die Breite investieren. Und ein Mann wie Aito, der alles schon erreicht hat auf der Trainerebene und der nie ins Ausland gegangen ist, also aus Spanien raus, weil obwohl es tolle Angebote gab. Aber Berlin hat ihn gereizt, weil er gesehen hat, dass hier eine Breite ist und viele Talente sind, denen er was geben kann und von denen er auch was kriegen kann. Und insofern ist Aito genau der passende, optimale Lehrer, muss man wirklich sagen, der da reingekommen ist und das jetzt alles veredelt hat und auch zu Titeln geführt hat. Und wie ich finde und was mich irrsinnig freut, eben nicht nur mit erfolgsgetrimmt, sondern auch mit Entwicklung immer im Sinne des Individuums, aber auch des Teams und auch immer mit Ästhetik im Sinne. Wir haben, glaube ich, nicht nur in den letzten 3 Jahren erfolgreich gespielt, sondern auch attraktiv. Es ist ein schneller Basketball, ein schöner Basketball. Alle Eigenschaften, die der Basketball hat, werden da unterstrichen. Und das macht wirklich glücklich und erfüllt.